Hallo, liebe Politiker der Zukunft, hallo Freunde. Mein Name ist Detlef Lauster. Ich bin Musiker, Komponist und Texter, Musikproduzent und politisch interessiert. Und ich möchte mal einen Weg aufzeigen, wie wir unsere Rente finanzieren können mit der Kreativwirtschaft. Und ja, fange ich mal gleich an. Das große Problem ist sozusagen mein Alter oder besser gesagt die Jugend, die nicht vorhanden ist, die Renten finanzieren. Also wenn meine Wenigkeit in Rente geht, fehlen die Menschen, die diese finanzieren. Und das ist ein großes Problem. Es ist so, dass die Rente für ein Jahr mit circa 400 Millionen finanziert wäre. Es gibt natürlich einen genauen Zahl, aber 400 Millionen ist das grob mit finanziert. Also wenn man 400 Millionen Euro im Jahr zur Verfügung hat, kann man das Rentenproblem lösen. Ist die Rente finanziert? Jetzt bin ich und ich behaupte, dass man mit der Kreativwirtschaft, mit Kreativen dieses finanzieren kann. Die Kreativwirtschaft, das sind Kreative und da gehöre ich auch zu. Wir Musiker, wir Komponisten, wir Texter, wir Schriftsteller, alle, die kreativ sind, machen eine Leistung und mit dieser Leistung könnte man sich selbst finanzieren und dadurch auch in die Rente einzahlen. Nur mal um Zahlen zu nennen, es gibt viele Verwertungsgesellschaften, aber ich kenne eben die Verwertungsgesellschaften als Musiker und Komponist und Texter, die mich betreffen. Die GEMA nimmt im Jahr 12.000 Millionen, also 12 Milliarden Euro ein. Die GEMA, da sind 70.000 Mitglieder, die bestehen aus Komponisten, die Lieder komponieren, Texter und Verlage. Verlage sind der kleinere Teil, aber die mit dem meisten Macht. Dann gibt es noch die Verwertungsgesellschaft GVL. GVL ist für Musiker, also für Artisten, die singen, die Gitarre spielen und wenn irgendwo auch Sprecher, auch Schauspieler und wenn irgendwas vorgeführt wird in der Öffentlichkeit, sollten die eigentlich ihr Geld kriegen. Das Problem ist, sie kriegen es nicht. Und es ist folgendes so durch die Politik gemacht von CDU, von SPD und auch den Grünen. Diese Riesenmasse an Geld bekommt hauptsächlich eine Elite. Also ihr kennt bestimmt viele Rentner, aber wenn ihr mal überlegt, also wenn ich überlege, die GEMA macht 12 Milliarden Euro, also 12.000 Millionen Euro im Jahr. Und dann frage ich euch, wie viele Komponisten kennt ihr, die nur von der GEMA leben könnt? Ihr werdet keinen einzigen kennen. Und dann frage ich euch, im Ruhrgebiet gibt es 5 Millionen Menschen, wie viel können von der Musik überhaupt leben? Aber bei dieser großen Masse müssten doch normalerweise ganz viele, viele, jeder fünfte Bürger müsste davon leben können eigentlich. Es liegt einfach daran, dass diese Masse an Geld, die der Bürger finanziert, durch jedes Bier, was er trinkt, jede Sache, die öffentlich ist, wird an diesen Verwertungsgesellschaften ausgezahlt mit jedem Handy, was ihr kauft. Es geht um Milliarden und die werden einfach nicht gerecht verteilt. Wie gesagt, die GEMA hat 70.000 Mitglieder, die GVL hat 140.000 Berechtigte, die da gemeldet sind. Und stellt mal vor, dieses Geld würde nicht in die Elite umverteilt nach oben hin, ungerechterweise, weil die Künstler, die Kreativen, die Urheber werden wirklich bestohlen um ihr Geld. Und wenn die einfach ihr Geld kriegen würden, was ihnen zusteht, dann könnten viele Kreative von ihrer Musik leben, die da eben auch einzahlen in das ganze Rentensystem. Und da würden schlagartig neue Berufe entstehen, die sich selbst finanzieren. Das wäre mal ein ganz wichtiges Thema, was gemacht werden müsste. Wem man verärgert, wem man dadurch, wer dadurch Nachteile hat, sind natürlich die Verlagsbosse. Ob es die Bild-Zeitung ist, ob es die öffentlichen Rechtlichen sind,
die werden alle damit finanziert oder besser gesagt der Hintergrund. Und die hätten dadurch große Verluste. Und die werden natürlich alles versuchen, wie auch in der Zukunft es geschafft haben, dass weiterhin die Elite das Geld bekommt. Deswegen wird auch nie darüber berichtet, wie Künstler und Kreative und Urheber abgezockt werden von Verwertungsgesellschaften, weil genau die Medien davon gewinnen. Und es müsste eine sehr mutige Politik sein, die sowas sich traut, dagegen anzugehen, dieses Unrecht. Ich würde mich freuen und ich denke, das wäre eine Möglichkeit, unsere Kreativwirtschaft nach vorne zu kurbeln und auch unserem Rentensystem einen großen Beitrag zu leisten in die positive Richtung. Ich danke euch fürs Zuhören und alles Gute.